Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zum Nordischen Reich. Wir stehen ja hier in Lappland. Und wie Lappen, die wir hier halbwegs sind, kommen wir gerade eben kaum voran. So, gleich haben wir allerdings hier eine Versorgung, denn wir haben eine Eisenbahnlinie gebaut, die uns hoffentlich hier die Versorgung bringt, damit unsere Truppen hier ein bisschen tougher unterwegs sein können. Wir können hier nirgendwo mehr anlanden, weil überall Minen sind. Ich befürchte fast, dass ich deswegen das jetzt hier auch nicht mehr machen kann. Und niemand hilft mir hier, um diese Minen loszuwerden. Was ein echtes Problem ist. Auf lange Sicht ist es ein echtes Problem. Und deswegen kann es gut sein, dass ich immer Minenräumschiffe bauen muss. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier gerade eben kommen sehe. Komm schon, Quebec. Do it. Warum da manchmal... Ach so, weil es, glaube ich, immer wieder mal angegriffen wird. Deswegen wird dann kurzzeitig mal nicht gebaut. Das ist das, was ich hier daraus schließe. Das ist halt so wichtig, dass dieses Ding hier fertiggestellt wird am 21. August. Verzögert sich halt immer wieder so leicht. Es sind, glaube ich, auch Bombardierungen, die das Ganze hier so ein bisschen aufhalten. Aber solange die Nachschubsituation halt so aussieht, ne, ist es indiskutabel, hier weiter pushen zu wollen. Ich habe vor, jetzt hier als nächstes das da oben anzugreifen, aber das wird offensichtlich nicht gehen. Vielleicht kann ich im Zweifelsfall hier nochmal einen Hafen errichten, um in diese Richtung zu pushen. Aber auch da müssen wir abwarten. Es ist halt alles momentan nicht so geschickt. So, wie sieht's eigentlich aus mit meinen Agenten? Brauche ich euch hier überhaupt noch? Der Widerstand geht inzwischen ganz schön runter. Okay, dann fangen wir doch mal an, die USA zu spionieren. Schicke sie meine geballte Agentenflut in die US und So. Dann legt mal los, Freunde. Ich möchte alles über sie erfahren. Kanada spielt wahrscheinlich eher nur so eine untergeordnete Rolle. Jetzt ist das Ding fertig am 24. Um 1 Uhr. Vorausgesetzt, es kommt nicht schon wieder zu Verzögerungen. Sieht aber momentan gut aus. Bin am Überlegen, was ich hier bei der Luftwaffe hier noch reinmachen kann. Wobei mir fehlt hier einfach die Erfahrung, ne? Deswegen kann ich da gerade nichts tun. In wenigen Tagen ist das Ding fertig. Oh, jetzt haben wir hier auf einmal eine richtig gute Versorgung wieder. Das klappt auch nicht. Shit. Und jetzt bitte Versorgung. Werde besser. Oh oh. Sie pushen uns jetzt. Großartig. Also statt dass ich jetzt hier einen Vorteil durch meinen verbesserten Nachschub bekäme, machen sie mir jetzt hier die Hölle heiß. Das ist ja mal awesome. Nicht. Also die Versorgungslage hat sich jetzt hier nicht wirklich merklich verbessert. Pushen wir sie wieder zurück. Ganz im Ernst. Ich sehe es nicht ein, dass meine Versorgungslage so schlimm sein soll. Wo? Ah. Ich kann tatsächlich den Hafen hier bauen. Halleluja.
So, Nachschub. Ist jetzt halt wieder rot. Jetzt ist er wieder grün. Ja, also das hier funktioniert einfach nicht. Ihr geht schon mal dahin. Wir brauchen aber auch Straßen, Freunde. Und die kann ich ja nicht bauen. Weil einfach immer noch so dieses eine Quäntchen fehlt, wisst ihr? Einer bleibt hier stehen. Ich habe jetzt noch mehr Aufklärung. Hol mir noch mehr Militärpolizei. Ihr greift jetzt damit an. Du greifst noch damit an. Ich will es jetzt zurückpushen. Immerhin sehe ich jetzt hier schon mal, was sie hier weitgehend rumstehen haben. Naja, weitgehend. Ich überspringe das jetzt, dieses eine Teil. Nee, du bockst hier weiter. Muss doch gehen. Wie lange die brauchen, um da reinzukommen. Da haben die halt eben nochmal 5-mal Verstärkung sich geholt, ne? Also die Nachschubsituation ist einfach katastrophal. Anders kann man es nicht nennen. Hier ist sie jetzt gut, hier ist sie jetzt wirklich wieder ganz schlecht. Nee, kannst du nicht machen. Was? Auf El Salvador gab es einen Atombombenangriff? Wer hat das getan? Warum? Mit wem hast du Krieg? Mit den Briten, mit den Amerikanern. Haben die Amerikaner die Bombe? Oh, das wäre schlecht. Das wäre schon sehr schlecht. Wir wurden hier übrigens wieder rausgeboxt, ne? Ey, es ist nicht zu fassen, was hier passiert, ne? Wir können den Push nicht halten. Das ist brutal. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt hier was wird. Oder haben die hier auch schon Minen? Ich hoffe nicht. Also das hier ist hier so diese Grenze, wo der Push einfach nicht funktioniert für mich, aber für sie auch nicht. Siam liefert mir kein Zeug mehr. Es ist gerade eben fast nicht möglich, hier irgendwie einen Push zu machen. Ich versuche jetzt die Eisenbahnlinie hier weiter fortzuführen. Es wäre voll gut, wenn das hier klappen würde. Es wäre ein Entlastungsangriff. Ob der klappt? Pff. Keine Ahnung.
So, was ist mit dir? Bist jetzt auch endlich Infanterie-Experte geworden, ne? Sehr gut. Er ist sogar schon Organisator. Armee-Umgruppierungsspezialist. Nehme ich. Vielleicht will ich ihn sogar austauschen. Prozent mehr Moral. Ey, ohne Witz. Ich nehme jedes bisschen. Die Nachschubsituation ist so schlimm. Ich baue das Ding jetzt hier aus. Soweit es geht. Das Komische ist bloß, man sieht das halt leider nicht so gut. Was man da noch alles machen könnte, ne? Es ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich persönlich. Was das jetzt hier genau tut, wenn ich da draufklicke. Nee, ihr könnt ja nicht angreifen, okay. Dagegen können wir jetzt hier wieder angreifen. Nee, können wir nicht. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier gleich was wird. Dann werde ich immer wieder auf das hier umschalten. Bei 35 mache ich das. Und go. Ich hoffe einfach, dass sie hier keine Minen gelegt haben. Oder trauen die sich jetzt einfach da gar nicht mehr hin? Ist das das, was ihr mir damit sagen wollt? Fahren wir mal hin, Junge. Muss ich ja jetzt extra diese Einladung hier geben. Dass du jetzt hier in diesem Gebiet die Seehoheit herstellen sollst. Ich erwarte, dass das schon geht. Sofern sie halt da sind. So, ich habe die Chiffre von Kanada. Gefällt mir. Und wir haben hier einen Push geschafft. Nachschub bleibt hier natürlich katastrophal. Ich bekomme hier einfach keine Seehoheit. Warum? Gute Frage. Ah, jetzt. Zumindest jetzt würden sie es versuchen. Aber ich krieg hier momentan keine. Ey, sie machen es halt mit irgendeiner anderen Flotte, die es halt erstmal hier hinsegeln muss. Ich weiß nicht, warum sie die hier nicht nehmen. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. So, wir verbessern diese Dinge noch. Und ich wollte ja hier die Truppe ändern, ne? Komm, ich probier's. Wobei, ne, ich mach das mit denen hier. Wobei, die sind so krass elitär, ne, ich kann das noch nicht wagen. Wo bleiben diese Schiffe? Hier brauche ich keine Seehoheit jetzt. Lass den Scheiß. Ich brauche sie hier. Nur hier. Hm.
Jetzt habe ich... Ey, ohne Witz, ihr wollt mich doch trollen, oder? Die wollen mich doch hart rollen und trollen. Jetzt geht's los. Was ist denn das gewesen? Man weiß es nicht. Aber die nächste Truppe hier macht sich bereit. Ihr kommt hierher. Hier oben gibt es halt keinen Hafen. Den werden wir wieder bauen müssen, so schnell wir können. Ich hoffe, dass ich genügend Land erobere, um das zu tun. Erste Anlandung hat geklappt. Ich kann schon den ersten hier direkt dahin laufen lassen. Du gehst schon direkt dahin. Nee, du gehst jetzt bitte dahin. Einer von euch dahin. Und einer direkt hier weiter. Du gehst direkt da und dahin. Ihr bekommt direkt die Aufgabe, das hier zu machen. Hafen. Gut. Nordostkanada, fangen wir direkt mal damit an. Und ihr bekommt natürlich die Aufgabe, nicht nur diesen kleinen Bereich hier zu schützen, sondern ihr müsst den gesamten Bereich schützen. Man kommt nicht bis da oben, witzig. Du kannst hier direkt noch weitergehen. So, die haben Truppen hier woanders hin verlagert, wie man sieht. Lasst uns ihnen mal hier ein bisschen... Die werden hier gerade zurückgeschlagen. Fuck. Jetzt boxen wir die auch noch raus. So, die andere Hälfte geht dahin. Mehr Artillerie. Keine Ahnung, wann der erste fertig ist, aber... Es wäre voll gut, wenn die jetzt hier demnächst loslegen könnten. Yay, jetzt kann ich theoretisch auch Atombomben machen. Wenn ich es nur wollte. Ich verweigere mich in diesem Spiel einfach grundsätzlich um Atombomben. Und das meine ich ernst. Gehen wir aufs Maximum, auf 10. Hier muss noch ein Versorgungsknotenpunkt rein. Ich habe ihm zumindest schon mal einen Auftrag gegeben. Viel machen kann ich mit dem momentan noch nicht. Hier scheint der Push erfolgreich zu sein. Hier auch. Oh, und die USA haben schon wieder meine Chiffre entschlüsselt und chiffrieren hier schon wieder rum. Warum wollen die Türken gegen mich vorgehen? Ich bin doch gar kein Feind von denen. Oh, wei, oh, wei. Das Gute ist, ne, sie haben auch eine mega schlimme Versorgungsausgangslage. Oh, wir haben es geschafft. Da oben ist endlich die Dingens da.
So. Huiuiuiuiui. Also wir haben die grundlegende Versorgung hier oben. Geil ist sie nicht, aber es ist eine da. Wir haben schon jetzt 1946, ne? Nein, ihr solltet angreifen. So, die andere Hälfte hilft da noch mit. Ja, wir kommen ja wieder nicht weiter. Versorgungslage. Versorgungslage kritisch. Auch hier ist inzwischen nicht mehr so geil, weil da zu viele Truppen stehen. Ihr macht euch jetzt daran. Hier werde ich zurückgeboxt, verdammt. Nein! Oh nein! Das ist gefährlich hier. Sogar sehr gefährlich. Was? Von Finnland? Seid ihr blöde? Oh shit. Oh Gott sei Dank. Boah ey, das hat mich aber eine Unit gekostet. Eieieiei. Okay, ich baue jetzt hier übrigens die Infrastruktur aus. Das kann ich jetzt endlich. Hier bleibt die Sache halt noch eine knifflige. Hier müssen wir weiter pushen. Hier bleibt es problematisch. Ich meine, da oben haben wir jetzt eine Versorgung, ich sage jetzt mal, die funktioniert. Der Rest... Wir müssten sie eigentlich hier durchtrennen. Aber die Truppen kommen an. Sie sind da. Schlecht versorgt, aber sie sind da. Hier haben wir es auch geschafft, ein bisschen zu pushen. Ich kann hier reinmarschieren und niemand hält mich auf. Keine Ahnung, warum die alle so zurückfallen wollen. Wir können hier angreifen. So, was hat er jetzt hier nochmal bekommen? Der Winterexperte. Sehr gut. Unsere kleinen Vorteile hier. Oh oh. Ziehst du es noch dahin mit einer Truppe? Hm, ich sag jetzt aber mal, komm, ihr macht jetzt hier den Angriff. Ihr könnt ihn machen. Jetzt versuchen wir sie hier permanent unter Angriff zu nehmen. Ah, es klappt nicht. Weil der Nachschub einfach schlimm bleibt. Dadurch, dass ich hier diesen Hafen gebaut habe, habe ich hier wiederum eine bessere Ausgangslage.
Deswegen machen wir da jetzt nochmal eine weitere Verbindungslinie hin. Und hier oben ist jetzt wieder schlimm. Aber der Angriff, er muss erfolgen. Und ich sag, sie sollen es machen. Warum sind da offiziell immer noch keine Truppen dran? Ich habe denen doch gesagt, ihr sollt da ran. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sind die überhaupt hier, wenn angeblich... Ach so, weil es hier eine eigene Linie ist. Lol, ist eine eigene Linie. Wie blöd ist das denn? Da wurden die aufgeteilt. Also jetzt ergibt es Sinn, warum das keinen Sinn ergibt. Um es mal so rum zu sagen. Hier haben sie mich wieder rausgeboxt. Wir können die Position einfach nicht halten. Auf jeden Fall haben wir das Feldlazarett jetzt hier ausgemaxt. Wie alles andere hier auch. Ich verbessere noch meine Flugzeuge hier. Ja, was macht Deutschland? Nach wie vor gar nichts. Die freuen sich ihres Lebens, dass sie jetzt hier diesen Teil haben. Ne? Damit sind die glücklich. Wenn sie meinen... Die sollen sich erstmal verteilen, dann sehen wir weiter. Offiziell seid ihr hier ja in einer guten Ausgangslage. Das Spiel macht bloß hier ständig Quatsch. Nee, das schaffen die hier nicht. Okay, ich brauche... ich sehe es jetzt echt schon kommen, dass ich jetzt hier für jeden Quadratmeter einen Versorgungspunkt brauche. Was irgendwo lächerlich wäre. Aber es scheint darauf hinauszulaufen. Jetzt minen sie das ja auch schon. Also eine weitere Seeanlandung wäre hier schon gar nicht mehr möglich, wegen Minen. Komm, ich will mal ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben hier. Wobei sie mich halt auch erfolgreich immer wieder raushauen, ne? Das kriegen sie hin. Warum machen die hier nichts? Warum brechen die diesen Angriff ab? Hier habe ich gewonnen. Hier bleibe ich kurz mal stehen. Voller Planungsbonus. Einfach ein bisschen Luft zum Atmen hier bekommen. Boah, es wird echt lange dauern, hier Erfolge zu erzielen. So, noch mehr Logistik. Ich habe übrigens zwei Einheiten verloren. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber es ist passiert. Ich sage jetzt übrigens, dass das hier, diese neue... Division werden soll und trainiere die noch mal bis unter das Dach.
Na also, beste mögliche Grenadiere. Die Frage ist jetzt bloß, bis wann habe ich die? Ja, so. Zack. Und go. Hier haben sie mich wieder rausgepusht. Das ist ein ewiges Hin- und Her-Spielchen hier gerade, ne? Ich muss noch mal irgendwas forschen, stelle ich gerade fest. Uff. Ich gehe mal auf Jäger, ne? Tja, es ist immer noch so, die Nachschubgebiete. Also man sieht, ne, es ist einfach nicht mehr so leicht anzulanden, so wie es früher der Fall war. Das ist inzwischen echt schwer. Sehr, sehr schwer. Und die Tatsache, dass jetzt diese Nachschubknoten zu bauen, halt dann doch echt lang dauert, macht die Sache nicht unbedingt so viel leichter. So. Hier kann ich in diese Richtung nichts machen, aber ich kann hier sowas bauen. Das möchte ich auch noch gebaut haben. Maximale Aufklärung hier. Im vorgelagerten Posten. Es sind beide Seiten hier wieder rausgeboxt worden. Was weiß ich denn inzwischen über die USA? Ich weiß eigentlich so gut wie alles. Ich infiltriere jetzt mal ihre Regierung. Prozent. Also ich, ey, ohne Witz, ich hab so krass Spione in denen drin. Ich könnte fast die 100% überall erreichen, was ein Achievement ist, was ich aber schon besitze. Ich geh auch nochmal auf Aufklärungsflugzeuge. Ey, mich nervt's halt echt, dass Deutschland sich überhaupt keine Mühe gibt hier, ne? Also wirklich gar keine. Ich guck mal einen neuen Agenten. Kann ich irgendwie Propaganda machen? Nee, nicht wirklich. Ideologie stärken. Würden in den USA wahrscheinlich auch nicht gerade auf fruchtbaren Boden treffen. Eieiei. Jetzt greifen halt die hier an, ne? Ist halt echt heftig. Wie die das hinkriegen. Aber hier haben wir tatsächlich jetzt hier erfolgreich gepusht. Ich guck mal, ob ich hier noch... Ey, wir schaffen das tatsächlich. Hier ein bisschen Land zu gewinnen. Die haben noch den alten Befehl drin. Nee, die schaffen es nicht, oder? Oder schaffen sie es? Sie schaffen es.
An vielen Stellen, nicht an allen. Hier haben wir es geschafft, hier haben wir es geschafft, hier haben wir es geschafft. Hier schaffen wir es komischerweise nicht. Oh Gott, ich bin schon bei 35 Minuten, Leute. Heiliges Blechle. Ja, aber das will ich ja noch gesehen haben. Das ist auch die letzte Folge jetzt hier gerade eben, die ich jetzt hier in dieser Session aufnehme. Wäre halt gut, hier diesen Cut drin zu haben für sie. Zack, erledigt. Ausgezeichnet. Und hier halt genau das gleiche Spiel. So, Treibstoffveredelung. Aber die nächste Stufe, gehen wir auf die letzte. Ich mache jetzt Folgendes. Diese Landungstruppen werden wieder woanders gebraucht. Ihr macht euch dahin und geht erstmal wieder nach Grönland. Von wo aus ihr einen Angriff, weil angeblich geht das jetzt ja doch, auf das hier plant. So viel dazu. Das soll es der Plan für euch hier werden, Freunde. Und ihr behaltet einfach jetzt hier die Position. Die habe ich tatsächlich geschlagen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Aber es hat geklappt. Hier haben wir Ländereien gepusht. Ich sag, mehr müsst ihr jetzt hier nicht machen. Das ist schon mal ein guter Anfang gewesen. Wow. Aber sofort wieder rausgehauen, ne? Sofort wieder rausgeboxt worden. Also ohne weiteren Nachschub hier, der die Situation nachhaltig verbessert. Also wir haben hier oben jetzt auch übrigens einen guten Nachschub. Aber überall woanders wird es nicht möglich sein. Nordkanada. Hier wird auch schon der Nachschubknoten gebaut. Ich gehe jetzt hier schon mal auf die 4. Hier auch auf die 4. Und ich muss hier diesen Nachschubknoten bauen, auch wenn ich nicht den Eindruck habe, dass er fertig wird so schnell. Aber nur mit diesen Nachschubknoten, Freunde, ist das eine realistische Strategie. Oh, und wir können das hier bauen. Das ist auch super wichtig. Und hier machen wir dasselbe. Okay, Freunde. Fast 40 Minuten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Und ich sag dann mal bis dahin. Schöne Zeit, ne? Gott, was forsche ich jetzt hier alles noch? Komm, Funkgeräte. Tschüss und Ade.